als er 2010 ins Kino kam, ein wahnsinnig warmer Juni. Und die große Sorge war, weil er auch an einem sehr warmen Wochenende gestartet ist, und das ist immer das Entscheidende bei einem Film, das erste Wochenende, und er ist auch, ist kein Geheimnis, nicht mit ganz so vielen Kopien gestartet, nach dem Motto, wird das was und wird er die Menschen erreichen und haben die Menschen Lust auf diesen Film? Und sie hatten sehr viel Lust, denn letztendlich waren es gut über 1 Million Zuschauer. Das war der Beginn auch des ernstzunehmenden Autoren Florian David Fitz, der mit dieser Arbeit sein erstes Drehbuch schrieb. Ich glaube ja generell des Autoren. So kann man es auch sagen. Ernstzunehmen wurde er nie. Das würde ich so nicht behaupten. Aber der guten Ordnung halber, das habe ich vergessen, ich muss mich vorstellen, mein Name ist Peter Schulze. Ich hatte die Ehre, für den Hauptverband der Deutschen Filmtheater, der vorhin schon angesprochen wurde, diese ganze Veranstaltungsreihe Dein Kino, dein Star zu kuratieren und zu organisieren. Und wir sind heute bei Ihnen hier in Germering mit der Abschlussveranstaltung und diese mit Florian. Wir haben uns kennengelernt 2007. Da waren gerade die ersten Tage der Dreharbeiten für eine dann später außerordentlich populäre Fernsehserie mit dem schönen Namen Doctor's Diary gestartet. Die sind doch einige dabei, die das gesehen haben. Ich erinnere mich sehr gut in deiner Berliner angemieteten Wohnung für die Dreharbeiten, wie unsicher du warst, weil ihr hattet die ersten Muster gesehen, die sahen sehr gut aus. Und die große Frage, die man bei, wir nennen das beim Film immer Muster, ne, was man so zwischendurch sieht, bevor das dann eine Form gebracht wird und geschnitten wird und dann letztendlich ein Filmwerk, ob nur für Fernsehen oder Kino, ganz egal. Aber das Erste, was das gedrehte Material ist, nennen wir Muster. Und ich erinnere mich an einen Abend, da saßen wir mit deiner damaligen Agentin, Beate Wolgast, und du sagst, das sind tolle Bücher von Bora und ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert sehr gut, wie wir alle wissen mittlerweile. So, dieser Mann, der hier sitzt, ist ein wirklicher Münchner, also kein Zugezogener oder hier Arbeitender oder, nein, ein Münchner Kindl, wie der Kollege Simon Verhoeven jüngst in Kassel auch bekannte. Und du bist 1900. Das Gute ist, ich weiß keine von den Daten. Selber gucken. Doch, es war doch noch im 20. Jahrhundert. Also 1998 hast du deinen Abschluss als Bachelor Fine Arts am Boston Conservatory gemacht. Du hast dort Schauspiel und Gesang studiert. Der Mann kann auch singen und der kann auch Klavier spielen. Also er kann mehrere Dinge außer spielen und schreiben. Und bist dann ein ganzes Jahr in New York geblieben. Das nur mal als Einstimmung. Und bist dann zurück nach Europa und bist ein Jahr mit der Rocky Horror Show durch, durch Italien, das Ding läuft noch heute wie Hulle überall, aber durch Italien, Österreich und Deutschland getourst, bist dann wieder in München angekommen und bist in ein Stück am Münchner Volkstheater mit dem vielversprechenden Titel Der Marquis von Kies gegangen. Die große Ruth Drexel, ein bayerisches Original, hat es dich ja dann auch überzeugt, dich vor einer Kamera auszuprobieren, nämlich für eine Rolle in Der Bulle von Tölz, wenn ich das richtig sehe. Nee, es war andersrum, also das kam viel später. Ich habe zuerst gespielt. Da muss man mit den Leuten reden. Ich habe zuerst gedreht und der Titel war aber noch besser. Das Erste, was ich überhaupt jemals gedreht habe, war RTL. Es war die große Zeit der RTL-Filme und das hieß Das Psycho-Girl, sie wird dich kriegen. Ja, und sie hat mich gekriegt. Wir wollen jetzt die Ruth Drexel nicht als, das wolltest du nicht. Nein, das war nicht Ruth Drexel. Sie hat mich gekriegt. Man muss so aufpassen in der Sprache, das ist nicht so einfach. So, ganz viele von Ihnen kennen sich aus in seinem Schaffen. Es folgten ganz viele wunderbare Fernsehformate, aber auch sehr bahnbrechende, das meine ich nicht ironisch, Serien wie Verdammt verliebt in der ARD oder die damals heiß geliebte, auch von mir sehr verehrte Serie Berlin, Berlin. Und dann kam halt Doctor's Diary. Und dann kamen 55 andere. Ich habe nur mal die Serien und die Titel gezählt, nicht die Folgen. Also wir haben noch erst die türkische Hochzeit und da gab es einen Krimi. Ja, da hättest du mich als Presseagent überhaupt nicht genommen. Da komme ich ja hin. Jetzt habe ich was verraten, was ich gar nicht verraten wollte. Aber egal. So, meine verrückte türkische Hochzeit, die dann 2007
den von Schauspielern und Künstlern allgemein hochverehrten Grimme-Preis. Ich lache mal ein bisschen, das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist ein Preis des Verbandes der Deutschen Volkshochschulen. Also es ist, wirklich? Ja, es ist nicht der Deutsche Filmpreis, es ist nicht der Deutsche Fernsehpreis, nein, es ist der Verband der Deutschen Volkshochschulen. Und der ist sehr zerbrechlich. Er ist wahnsinnig, niemand kriegt ihn ganz nach Hause, ich kenne niemanden, der ihn jemals ganz nach Hause kriegt. Der ist auf so einem ganz dünnen Stückchen Aluminium und das bricht immer schon auf der Reise ab. Also machen, wenn sie ihn nicht kriegen, machen sie sich keine Sorgen, es ist nicht so dramatisch. Aber er ist sehr anerkannt, mittlerweile ist die Vorsteherin Rita Süssmuth, unsere ehemalige Bundestagspräsidentin, also ist ja nicht das Schlechte. Dann kamen ganz viele Filme. Ich ziehe nur mal ein paar auf, weil nach Vincent, also wir haben ja eine Teilung. Wir haben diesen Fernseherfolg, der natürlich in Deutschland auch mal dazu beiträgt, dass ein Schauspieler auch im Kino anders wahrgenommen wird, wenn er sich aus dem Fernsehbereich herausnimmt und sagt, ich will jetzt vielleicht doch nicht so viele Serien drehen und vielleicht doch selber schreiben. Dann kamen Filme wie Hin und Weg 2013, 2014, Die Lügen der Sieger, den ich persönlich übrigens nach wie vor sehr gerne mag. Dann kam 2015 deine erste Regiearbeit, das ist dummes Zeug, was ich erzähle, ist die zweite Regiearbeit. Die erste war Jesus liebt mich. Die zweite war mit Matthias Schweighöfer, Der Geistertag, 2015. Dann kommt der wirklich sehr, sehr schöne Monberger Fernsehfilm Herr Kästner und der kleine Dienstag. Wunderschöner Film. Dann kommt Willkommen bei den Hartmanns. Das ist nicht alles chronologisch, ne? So. Dann kommt der Vorname, der Nachname. Mal sehen, welche Namen dann noch alle kommen. Dazwischen kommen 100 Dinge, auch von dir geschrieben und mit Matthias Schweighöfer inszeniert. 2022, also im Vorjahr, die eingeschlossene Gesellschaft, was auch eine Zusammenarbeit mit Sönke Wortmann war. Dann ist endlich, nachdem er 2020 gedreht wurde, und dann kam ja diese bekannte kleine Erregungskurve der letzten Jahre auf uns zu. Und Oskar Streit kam im Dezember 2022 ins Kino. Und inzwischen hast du deine erste Streaming-Produktion, die du mitgeschrieben hast und der du eine der Hauptrollen spielst, mit dem schönen Titel Hello, was sie dann 2024 bei Netflix sehen können. Ich den so, jetzt haben wir die Stunde voll. Vielen Dank. Schönen Abend. Das war's. Wir bedanken uns sehr herzlich für hier gewesen sein. Wir haben einen kleinen Überblick gegeben. Damit hören wir auf. Nein. So, das war nur die kleine Einladung für die, die Sie in der Biografie nie so gut auskennen. Wir haben uns in all den anderen Veranstaltungen so gehalten, dass wir den Gästen, die gekommen sind, weil die Filme kann man überall auch anderweitig sehen, da muss man nicht ins Kino gehen. Man geht ins Kino, weil man... Hallo! Man kann sie mittlerweile woanders sehen. Man geht ins Kino, weil man die Gäste sehen möchte, weil man miteinander reden möchte. Wir haben ein Mikrofon, eine gute Seele des Kinos, damit alle sie auch hören, die rumläuft. So. Wer ist der Icebreaker? Hat bei den anderen Veranstaltungen nie lange gedauert, enttäuschen Sie mich nicht. Wer ist der Erste mit einer Frage? Bitte. So, Reihe 3, die Dame in der Mitte. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film wirklich jetzt eine Weile nicht gesehen. Es ist jetzt wirklich 15 Jahre her. Ich bin gespannt, welche Frage ich beantworten kann. So, erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wie schafft man es, Tourette-Syndrom nachzuspielen? Wie schafft man das? Haben Sie da ist sich also abgeguckt oder? Ich hole ein bisschen aus für die Story, weil wir sagen jetzt nicht wer, aber kurz bevor. Das ist auch eine spannende Frage, warum du dir diese Krankheit ausgesucht hast. Es gibt ja eine Million andere Krankheiten. Ach so. Also die nur anschließend zu dem, was Sie fragen. Ja, ne? Ich habe jetzt nicht per se eine Krankheit ausgesucht, über die ich schreiben wollte, sondern ich habe eine Doku gesehen im Fernsehen über einen jungen Mann, der noch bei seinen Eltern wohnte, und da waren alle Kanten waren mit Schaumstoff ummantelt und er hatte überall Pflaster und er hat immer, jedes Mal, wenn er eine Gabel in der Hand hatte, hat er den Drang, sich die selber ins Auge zu stoßen. Und ich habe gedacht, boah, wie anstrengend, was für eine Kraft dieser Typ aufwenden muss, um seinen Körper unter Kontrolle zu behalten, und wo der Körper immer irgendwas machen will, was er nicht will. Und habe gedacht, wie spannend wäre es, eine Geschichte über jemanden zu erzählen, der mit so einer Vorbedingung es lernt, erwachsen zu werden oder gut erwachsen zu werden. Und das war so ein bisschen die Grundidee. Und dann ging es ja erstmal ums Schreiben. Also das ist ja so eine längere Reise. Kein Mensch wusste, ob der gemacht wird. Ich bin da zur Drehbuchwerkstatt gegangen in München und habe dann, und weil ich da ganz tolle Leute hatten, die dann immer drauf geguckt haben, dieses Buch geschrieben, und dann
ist erstmal offen, ob irgendjemand diesen Film haben will. Es war auch sicher nicht die Zeit, wo irgendwie alle geschrien haben, ob ich jetzt eine Kinohauptrolle spielen soll, ob das finanziert wird. Und ist erstmal übrigens die Förderung Nein gesagt. Wir mussten nochmal nachreichen und dann haben sie es, also jetzt schmücken sich alle damit, aber damals war das gar nicht so easy. Und dann kommt irgendwann natürlich die Frage auf dich zu, da hieß es auch tatsächlich da, ob ich die Regie machen möchte, aber da war klar, dass ich entweder oder mache, dass das beides zu viel gewesen wäre für einen vollkommenen Neuling. Aber ich wollte wahnsinnig gern schreiben. Es war immer klar, dass ich wahnsinnig gern spielen, weil es war immer klar, dass das war das Ziel. Ich hätte sowas nie spielen dürfen, wenn ich es mir nicht selber geschrieben hätte. Ja? Und man möchte ja manchmal aus diesen Schubladen raus. Und witzigerweise, jemand, der mir im beruflichen Umfeld auch da sehr wichtig war, hat auch wirklich noch 2 oder 3 Wochen mit mehreren Leuten gesagt, ey, überleg nochmal, spiel das nicht, das kannst du nicht spielen. Das wird immer so aussehen wie ein eitler Typ, der sich selber endlich mal eine andere Rolle spielen will. Weißt du, Schwiegermutter Starling und jetzt will der Schönling endlich mal was anderes spielen. Das ist sowas von eitel und da kannst du nur auf die Nase fallen. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich mach's nicht. Aber Gott sei Dank habe ich es gemacht. Und da wusste ich auch nicht, ob man das hinkriegt, weil das ja einfach eine andere, ganz andere Körperlichkeit ist, die man sich abgucken muss oder antrainieren muss. Und jetzt endlich zur Antwort auf die Frage. Ich habe erst gedacht, ich fange an, mir die Ticks von anderen Leuten zu nehmen, habe aber mich ja viel mit Leuten unterhalten, die Tourette haben und die haben mir erklärt, am Ende ist es genauso, also wie alle, und man kennt das auch bei Kindern. Kinder machen manchmal Grimassen und gewöhnen sich irgendwelche Grimassen an und die Hand begleiten sie eine Weile und dann gehen sie wieder weg. Und wenn du Tourette hast, hast du diesen Filter nicht. Also das geht einfach alles ungefiltert rein und das ist wie so eine Zwangshandlung. Das heißt, es ist irgendwas, was deinem Körper entspringt. Und dann habe ich angefangen, Sachen einfach anzufangen, die mir selber entspringen und dann habe ich mir ausgedacht, naja gut, was würdest du, wenn dir das unangenehm ist, wie würdest du jetzt immer das wieder versuchen, unter Kontrolle zu kriegen und dann daraus kommen diese Sachen. Also das kommt dann, kam dann wirklich von selber und dann habe ich tatsächlich, jetzt kommt die Geschichte doch wieder zurück, dann habe ich tatsächlich mich in die S-Bahn gesetzt in München, Stammstrecke, da fuhr mal ausnahmsweise eine und habe gedacht, jetzt setze ich hin und probiere es mal aus, weil ich dachte, das ist so eine super tolle Schauspieleridee, das in der S-Bahn auszuprobieren, ob die Leute mir das glauben. Aber natürlich haben die Leute gedacht, ich bin einfach verrückt und haben alle weggeschaut. Aber das war so eine Mutprobe für mich und dann kam das Casting und dann haben wir also die anderen Rollen besetzt und da hatte ich dann Zeit, das zu üben. Und da waren dann plötzlich alle so, ah, okay, es funktioniert. Also er kriegt es irgendwie hin und man glaubt es auch und dann waren wir alle irgendwie happy. Ja. Das ist der Punkt zu dieser langen Geschichte. Danke. Ja, da anschließend, das ist interessant, du hast ja eine Schirmherrschaft übernommen, weil du natürlich diesen Menschen, die mit dieser Krankheit leben müssen, auch eine Bühne gegeben, was natürlich einerseits was Wunderbares ist. Aber was mich dabei im Nachhang dieser interessanten Frage noch interessiert, wie haben die denn das wahrgenommen? Ja, also, ne, das ist ja in jetziger Zeit nicht unspannend, diese Frage zu stellen, weil selbst damals war es schon so, dass witzigerweise eher die Eltern von Leuten, die betroffen waren, wahnsinnige Ängste hatten, wenn das auch eine Komödie ist und da ist jemand mit Tourette, dass man sagt, na gut, das wird jetzt einfach nur als Gag benutzt. Und die haben uns wirklich gesagt, hey, wir verteilen vor dem Kino Handblätter, dieser Film darf nicht gezeigt werden, darf nicht gesehen werden. Und jetzt ist es dann quasi das Aushängeschild, weil die Leute einfach so froh sind, weil am Ende vom Film ist, ich glaube, es geht jedem so im Publikum, fällt dir das Tourette gar nicht mehr so auf. Man gewöhnt sich dran. Und jetzt wäre es spannend. Ich weiß nicht, ob man so einfach das jetzt machen dürfte oder könnte oder ob das gerade in dem Klima gerade opportun wäre. Also wenn jetzt ich sagen würde, ja, ich spiele jetzt jemand mit Tourette, wäre das, glaube ich, nochmal schwerer jetzt. Naja, weil jetzt die Frage kommen würde, warum spielt nicht jemand mit Tourette? Weil du als Nicht-Tourette-Betroffener genau. Das spielst, weil man möchte heute, dass Homosexuelle nur von Homosexuellen gespielt werden. Und natürlich, wir haben eine andere Zeit. Aber jetzt die Community selber, ich habe das ja dann viel mit, also danach habe ich wirklich mehr Leute mit Tourette kennengelernt als davor, um ehrlich zu sein, weil die tatsächlich ganz beseelt waren. Die haben sich wahnsinnig drüber gefreut, weil der Film eben Humor hat und
weil viele Leute ihn gesehen haben und weil viele Leute einfach nicht mehr so geguckt haben, weil es nicht mehr so interessant war. Weil sie gesehen haben, weißt du, du guckst mal hin, sagst, ah, ist Tourette, okay, verstanden. Und dann machst du weiter und musst nicht ganz dazu hingucken oder absichtlich nicht hingucken. Und das erleichtert das Leben für Leute mit Tourette extrem. Weil es ist wahnsinnig anstrengend, da das immer mitzudenken. Aber was auch interessant ist, ist, dass mir ein Kumpel dann gesagt hat, der Tourette hatte, wir haben dann zusammen den Film auch angeschaut, und er hat gesagt, was eigenartig ist an Tourette, ist, dass du Ticks aufnimmst. Deswegen vermeiden oft Leute mit Tourette, mit anderen Leuten, die Tourette haben, zusammen zu sein, weil man Ticks abgreift. Das ist ein ganz seltsames Ding. Und er hat gesagt, ich werde tickig, wenn ich den Film anschaue. Und witzigerweise selbst mir, der es ja wirklich nur gespielt hat, wenn ich den Film anschaue, werde ich tickig. Also es, man spürt es wieder, es kitzelt wieder so in den Fingerspitzen. Das ist wirklich ein eigenartiges... Ich weiß nicht, aber vielleicht geht es manchen auch so, dass du ein bisschen nervös wirst, also wenn man das anschaut. Die Damenreihe 5 Mitte war es. Wo nochmal bitte? Sie, ne? Da. Nee, ist Reihe 4. Ich habe mich verzählt, Entschuldigung. Mirella, bist du eigentlich da? Du musst dich nicht melden. Ja. Erstmal wollte ich sagen, dass mir der Film wahnsinnig gut gefallen hat. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen und gefällt mir immer noch genauso gut. Und ich wollte fragen, wie gehen Sie denn vor beim Drehbuchschreiben? Wie entstehen, also wenn die Grundidee da ist, wie entstehen die Charaktere, wie entsteht die Handlung? Wie entsteht es beim Schreiben oder haben Sie eine bestimmte Strategie? Ne, grundsätzlich ist immer erst so eine Idee da, also wie das mit dieser Doku oder das war bei allen anderen Filmen auch so. Also witzigerweise sind ja alles, obwohl es Komödien sind, drehen sich die alle um ein ernstes Thema. Also 100 Dinge geht um Materialismus und Konsumgesellschaft und was ist mit uns und den Sachen und wie soll es überhaupt weitergehen. Jesus liebt mich geht um die große Frage der Religion. Der geistige Tag geht darum, gibt es überhaupt was Positives am Sterben? Wenn ich das habe und denke, das ist was, was uns alle vielleicht beschäftigt oder worüber man was sagen kann, dann überlege ich mir, okay, wie mache ich denn daraus jetzt eine Komödie? Und wie mache ich daraus jetzt eine Komödie, die trotzdem wahrhaftig ist? Und das ist dann immer schon so ein bisschen so eine Challenge, weil ein Drama daraus zu machen, das wahrhaftig ist, ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Also dann musst du erst auf die Suche gehen, was daran ist denn überhaupt komisch? Und meistens ist das die Konstellation der Leute oder eine Spannung. Oder bei Oscars Kleid jetzt, dann kommt natürlich die Komödie nicht daraus, dass das so wahnsinnig lustig ist, dass das Kind gegebenenfalls trans ist, sondern dass da ein Vater ist, der überhaupt keine Ahnung hat, dass es das überhaupt gibt und der in einer extrem männlich konnotierten Welt ist und seine eigenen Probleme hat und seine Familie verloren hat und plötzlich sagt er so und so, ich ziehe das Kleid nicht mehr aus und alle anderen werden verrückt daran. Da kommt die Komödie draus und da kommt aber auch das Drama draus. Also da gehe ich dann schon auf eine Art strukturell vor und das ist tatsächlich dann schon manchmal so eine ganz schöne Schachaufgabe und jetzt je älter ich werde, desto schwerer wird es allein mit sich selber so Schach zu spielen. Da hilft es ja manchmal Leute, die du gut findest und die du gut kennst, zu haben, mit denen du dich darüber unterhalten kannst und sagen kannst, ah okay, wenn wir jetzt Tür A öffnen, was bedeutet das, gehen wir jetzt da Tür B und Tür C, weil dann bist du irgendwann im Labyrinth ganz da hinten und merkst, ah, hier geht's nicht weiter, ich muss wieder 18 Türen zurück. Aber ich bin ein großer Freund von vorher gucken, was passiert denn, also wie ist die Konstellation, wie kann sich das wenden. Damit, weil ich finde, wenn ich dann schreibe, versuche ich es so gut wie möglich zu schreiben, so pointiert wie möglich zu schreiben und dann ist es wahnsinnig schwer, das wieder auseinanderzureißen. Also es gibt Leute, die schreiben ganz anders. Die schreiben dann 18 Fassungen und schreiben erstmal sowas Unsauberes und ich bin da viel zu pedantisch dafür. Ich versuche die erste Fassung schon richtig gut zu machen, deswegen versuche ich das mit dem Schreiben so lange wie möglich zurückzuhalten. Genau, erst ein Plot, also erstmal die Idee, dann die Geschichte, daraus kommen die Figuren. Was wäre die interessanteste Fallhöhe für die Figur? Ganz oft sagst du, naja, die Figur, jetzt kommt die Filmtheorie, Leute, es geht ja immer um Veränderung im Film. Also es ist ganz klassisch, auch im Theater geht es ja darum, was passiert eine Figur, wo fängt sie an, irgendwas stimmt nicht, wie verändert sie sich, was wünscht sich die Figur, was meistens was Falsches ist und was muss sie eigentlich lernen. Und irgendwann im dritten Akt, auch hier Vincent, das können wir jetzt mal durchsprechen, theoretisch, muss er was lernen. Ja? Und auch darüber gibt es sehr interessante Unterhaltungen, weil Til Schweiger hat eine ganz andere Meinung drüber als ich. Also er hat den Film ja auch gesehen und hat mir lange erzählt, warum er nicht 4 Millionen gemacht hat. Ja. Warum? Na, Til hat tatsächlich zu mir gesagt, pass auf, Anfang 1+, Ende 4-. Und na klar, weil Till nie ein Ende machen wird, wo Vincent zu Marie sagt, Marie,
finde mich und sie liegen lässt. Bei Till wäre am Ende Marie hätte keine Magersucht mehr wahrscheinlich und vielleicht sie wäre kerngesund. Das ist jetzt gemein, aber na, er würde es nie, es geht nicht, weil das die Leute halt nicht aufgelöst da lässt. Und das ist, das war eigentlich übrigens auf der Kinotour immer die größte Frage, was ist auf dem Zettel, was passiert mit denen, warum lässt er sie da liegen? Aber habt ihr das verstanden, warum man nicht einfach sagen kann, hey, fein. Ja, und es liegt natürlich auch ein bisschen in seiner Geschichte, die du erfährst, mit seiner Mutter, dass es am Ende fast so eine Parallele gibt. Dasselbe könnte genau wieder passieren, dass er wieder da reinrutscht, wieder dort ist und man nennt man da so eine Co-Abhängigkeit und dann können sie, fahren sie schön, bis sie halt dann irgendwann stirbt. Und er muss wirklich den Mut finden zu sagen, ich gehe hier diesen Schritt zurück und ich gucke und ich bin aber da, aber sie muss den ersten Schritt machen. Sie muss sich entscheiden, ob sie leben will oder nicht. Das kann er ihr nicht abnehmen. Und das ist, wo Till und ich eine unterschiedliche Meinung haben. Und ich bin ein großer Freund von Komödie und auch von einer gewissen Märchenhaftigkeit. Aber ich freue mich immer über die Härte in der Märchenhaftigkeit, weil es das Leben mehr abbildet. Weil Märchen gehören zu dem Härtesten, was wir schon kennenlernen. Also übrigens auch, was Komödie angeht. Ja? Weil man kriegt ja immer wieder die Frage gestellt, darf man darüber eine Komödie machen? Darf das lustig sein? Ich finde, Härte und Traurigkeit und Komödie gehören zusammen. Alles andere bildet nur eine Seite ab der Welt. Der ganze jüdische Humor basiert eigentlich auf, wie grausam die Welt ist. Und nicht was lustig auch ist. So weiter, meine sehr verehrten. Aber es lässt halt viele Leute natürlich offen oder unbefriedigt. Und sie wünschen sich natürlich, dass am Ende man sagt, hey, also es gab auch einen Nachklapp mal, also in dem Buch. Es gab tatsächlich mal ein Jahr später, dass sie kommt und sie wirklich gesünder ist und sich entschieden hat. Aber wir haben gedacht, nee, warum muss man das, das können sich die Leute selber ausmalen. Man muss ja nicht alles vorkauen. Oder vielleicht schon. Nee, vielleicht geht es auch nicht darum, also natürlich sind 4 Millionen Kinozuschauer schön, aber vielleicht muss diese Art von amerikanischen Wohlfühlkomödien nicht unbedingt überall auf der Welt sein. Weil das Leben ist sehr komödiantisch, aber es ist keine pure Komödie. Aber wichtig ist natürlich, hast du das Gefühl, Vincent ist okay am Ende. Hat man das Gefühl, Vincent hat wirklich was gelernt? Und ist erwachsen geworden und das hat man und das ist ja der größte Punkt. Aber interessanterweise ist mir jetzt auch wieder eingefallen, diese Szene ganz am Ende, wo ich mit Johannes Allmeier an dieser Brücke stehe und wir gucken auf diesen Platz runter in Turin, da gibt es ja die Nahen, da haben wir nachgedreht. Genau aus der Frage, dass es nicht klar genug war, dass wir bei ihr in der Nähe bleiben. Also dass den Leuten nicht klar geworden ist, ja hey, wir bleiben hier so in der Nähe vom Krankenhaus und gucken, was passiert. Und da sieht man auch, dass ich ganz lange Haare habe. Man hat die irgendwie so hingeplättet, weil das da irgendwann im Winter war am Haus der Kunst. Wir wurden da einfach so rausgestellt am Haus der Kunst nochmal kurz so, okay, wir bleiben in der Nähe, okay, wir bleiben in der Nähe. Und dann haben wir das so reingeklemmt, aber kein Fels auf. Das ist das Schöne beim Film, dass es nicht an den Orten unbedingt sein muss, wo es spielt. So, liebe Gäste, weitere Fragen bitte. Zögern Sie nicht, enttäuschen Sie mich heute nicht. Ihr könnt ja noch Fragen überlegen, ich erzähle noch eine Story dabei, die mir. Jetzt fallen mir die ganzen Storys an, die ganzen Kunden. Wenn man so Drehbücher schreibt, dann denkt man, dann kam so diese Szene auf dem Kreuz, auf diesem Gipfelkreuz, und ich habe gedacht, boah, das ist jetzt so toll, wir sind dann oben auf dem Gipfel von so einem Berg und da gibt es einen Helikopter und der fliegt dann außen rum und das ist der Wahnsinn, das wird so toll, weil die müssen uns ja dann da mit dem Helikopter auch hinbringen, weil man kann ja die ganzen anderen Leute nicht sehen. Das wird Wahnsinn, wie drehen wir das? Und wisst ihr, wie wir es gedreht haben? Wir haben die Szene tatsächlich auf einem Berg oben gedreht. Auf dem Berg direkt daneben war ein Gipfellokal, wo es war einer der letzten schönen Herbsttage im Allgäu. Es waren 5 Millionen Leute oben. Wir mussten die ganze Szene nochmal synchronisieren, weil neben den 5 Millionen Leuten eine Blaskapelle da war, ohne Witz, die ununterbrochen gespielt hat. Wir haben uns fast nicht verstanden. Wirklich, also das sieht alles so einsam aus, war es halt überhaupt nicht, alle haben so, uns so angegafft und für diese Kreuzszene haben sie uns vor grün gedreht, also das kennt ja jeder, das, was es ist, aber oben auf dem Gipfel, warum auch immer, weil grün kann man auch irgendwo anders drehen, da haben sie weiter unten haben sie so ein Kreuz aufgebaut und der Trick war, sie haben einfach oben auf dem Gipfel einen Schwenk mit der Kamera gemacht und haben unten uns vor grün gedreht, haben uns auf das Kreuz gesetzt und haben das Kreuz gedreht. Und jetzt da oben eine Blaskapelle und dieses Restaurant und wir sitzen auf diesem Behindertenkreuz
und drehen uns und sollen dann aber immer alle in dieselbe Richtung gucken und sollen so, boah, krass, das Meer. Und alle schauen uns an, als seien wir einfach Vollidioten. Das war wahrscheinlich der schwierigste Moment. Also das war schwerer, als sich das Tourette anzutrainieren. Wieder was. Aber am Ende sieht es gut aus. Aus dem Nähkästchen. So, ich gucke in die Reihen. Na, das glaube ich jetzt nicht. Bitte schön, die junge Dame hier in Weiß, dritte Reihe, Mitte. Mich würde interessieren nochmal vom Charakter her, warum der Vincent so brutal ist. Also, weil dieser Johannes Almayer ist ja wirklich so ein, den gewinnt man ja richtig lieb, obwohl der so ein bisschen schrullig ist. Aber da wird er ja doch übel zugerichtet. Und ich glaube, irgendwann vorher ist auch schon mal so, als das Kind so gegen dieses Auto geworfen wird, was das genau mit dem Charakter zu tun hat. Danke. Das ist genau das, was ich meine mit der Härte. Dass ich das wichtig fand, also jetzt um ehrlich zu sein, ich fand, wie Johannes da aussieht, immer ein bisschen lustig, weil es völlig übertrieben ist für das, wie ich zugeschlagen habe. Da denke ich mir so, wow, der hat also auf jeden Fall so eine Tendenz zum Nasenbluten. Ich fand das total wichtig, auch für eine Hauptfigur, weißt du, wo man immer total aufpasst, dass die bloß sympathisch bleiben, dass man sagt, da ist jemand, der hat wirklich eine ganz schöne Vergangenheit und hat eine ganz schöne, einfach eine Wahnsinnsaggression, die sich an bestimmten Punkten dann entlädt. Und erst sind es eben, und deswegen sind es Kinder, damit jeder weiß, es ist eigentlich nicht so richtig cool. Also die sind nicht nett zu ihm, also die richten ihn aus, aber er übertreibt. Und deswegen geht ja die ganze Geschichte los. Und das ist auch der Moment, wo Marie in ihm wittert, hey, der Typ hat die Energie, die ich brauchen kann, um hier rauszukommen. Also das finde ich halt auch gerade spannend, weißt du, er ist einsam, er ist traurig und er hat eine Sehnsucht, aber der hat natürlich auch eine aufgestaute Aggression und vielleicht auch zu Recht. Macht ihn in meinen Augen natürlich spannender, dass es nicht zu kuschelig wird alles. Weil trotzdem gehst du ja mit ihm mit. Bitte übrigens, wie Alex sich da verhält, ist nicht so cool. Hallo, ich hätte auch mal eine Frage, wird die ganze Dreharbeit, wird die dann auch von Fachleuten begleitet, zum Beispiel von irgendeiner Psychologin, die dann sagt, was eigentlich in diesen Menschen tatsächlich vorgeht? Wir sehen es ja von außen, aber man weiß es ja nicht. Ist da jemand da, der dort berät, oder? Also, wenn du das nicht vorher gemacht hast, dann hast du ein Problem. Also, du musst vorher reden, aber am besten redest du mit Leuten, die selber haben, sie für Gefühle haben und wie sie die auch auswirken. Ja, und dann ist aber das Nächste auch, das ist vielleicht was nicht mehr so wahnsinnig viel benutzt wird in unserer Zeit, aber wir haben in unserem Kopf ein neuronales Netzwerk, das heißt Spiegelneuronen. Mhm. Das heißt, wir können die Empfindung anderer Menschen nachempfinden. Sehr schön. Das nennt man Empathie und wir können uns das vorstellen. Wir können die Tränen von anderen Leuten weinen. Das ist das, was uns im Kino passiert und dasselbe passiert uns als Schauspielern halt vorher. Mhm, wir versetzen uns in eine Situation rein, die nicht unsere ist und weinen die Tränen von anderen Leuten und später im Kino sagen das Publikum sagt zu uns, ja, wie macht ihr das? Aber ihr macht ja genau dasselbe. Ihr weint ja, ja auch klar, die Tränen von jemand anderem und leidet auch mit denen mit oder lacht mit denen mit. Aber manche Dinge halt auch bei einem Magersüchtigen oder so, das kann man vielleicht dann nicht so nachempfinden, wie das tatsächlich ist. Man sieht das Leid, aber nicht, wie es entsteht. Ja, aber das ist ja das Spannende an unserem Beruf. Also das Spannende ist ja, alles hat einen Grund. Und keiner von uns ist logisch. Aber einer von uns hat alle von uns haben eine interne Logik. Und bei den Magersüchtigen, da habe ich mich ja wirklich reingegraben, die sind ja ganz brave Achiever-Mädels, meistens so Einserschülerinnen. Genau. Das ist eine unfassbare Disziplin, die sie gegen sich selber, das ist eigentlich ein Kontrollzwang, das ist einfach das Leben so krass kontrollieren, dass es dann so ausartet, aber dass sie einfach den Blick dafür verlieren, was gerade selber Sache ist, das passiert ja vielen. Also wie oft sieht man jemanden da draußen, die dann angefangen haben, vielleicht mit der guten Frisur und jetzt dann irgendwann ist es so eine auftopierte Frisur und sie checken es aber nicht, weil sie es gar nicht mehr sehen. Oder jemand trainiert sich auf und denkt sich, wie kann der denn nicht sehen, dass der aussieht wie ein Brauereipferd, so oft trainiert. Und er denkt, er ist schmal. Also das ist einfach ein bisschen, was bei uns so ein bisschen stattfindet. Also da kann man sich schon reinarbeiten, aber in manche Sachen muss man sich auch vorsichtig sein, dass man sich nicht zu viel in diese Welt
begibt. Da muss man sich dann wieder loslösen vom Ganzen wahrscheinlich. Vielen Dank. Weiter bitte. Da war noch was. Genau, Sie. Bitte. Hallo, servus. Das ist mein Mikrofon, das ist überall. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Was stand denn jetzt wirklich auf dem Zettel? Also wirklich beim Drehen oder was? Drehbuch? Stand überhaupt was drauf oder war das, ist das... Ich kann ja ehrlich gar nicht mehr sagen, was auf dem Zettel, also in Wirklichkeit auf dem Requisit, das weiß ich nicht mehr, aber... Also, warum gebe ich eigentlich die Antwort? Das ist ja mit der absichtlich nicht gezeigt. Was denkst du denn, was auf dem Zettel steht? Fies. Nee, aber ehrlich, was denkst du? Was ich denke? Vielleicht so ein bisschen die Bitte oder so dieses vergiss mich nicht, komm, such mich. Ehrlich gesagt, ich habe ganz praktisch gedacht, wie soll sie ihn finden? Ja. Ja gut, aber dann muss er ja immer am selben Ort bleiben. Nein, zu Hause. Also da zumindest ein Kontakt, dass sie mit ihm, also eine Möglichkeit mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber hat sein Vater dann nicht das Haus verkauft? Das ist ja auch die Adresse von seinem Vater. Einfach eine Kontaktmöglichkeit, ja. Okay. Das, sonst hat sie ja gar keine Chance, irgendwie ihn zu finden. Das ist eigentlich, also jetzt war es eine E-Mail. Aber damals, Vincent hatte kein Handy. Achso, zwei Fragen. Ich hätte noch eine zweite. Ja, Sie haben eben gesagt, dass Sie den Film jetzt lange nicht gesehen haben. Schaut man sich wirklich seine Filme komplett an? Oder ist das was anderes, ob man jetzt als Schauspieler in einem Film agiert oder als Drehbuchautor oder als Regisseur, dass man dann eher beim Schnitt beteiligt ist? Und schaut man sich das Endprodukt wirklich nochmal an? Oder auch öfter? Also ich kann jetzt nicht für andere antworten, aber na klar, natürlich. Ja? Interessiert mich ja, was das für ein Film geworden ist. Also wenn ich nicht Regie mache, und dann aber auch interessiert, was für ein Film wird. Dann auch im Kino, um die Reaktionen dann zu bekommen? Ja, also es gibt das Mittel, wenn du Regie machst, dann gibt es das Mittel des Test-Screenings. Mhm. Da hast du dann ein 400-Leute-Publikum und das ist manchmal ein sehr, sehr unangenehmer Moment, aber du... Ob die dann auch in den richtigen Momenten lachen oder... Ja, also witzigerweise, natürlich sind mir dann alle Junkies und sagen, ach oh Gott sei Dank, sie lachen wieder. Aber es gibt noch andere interessante Dinge, nämlich Stille. Also du merkst die Energie im Raum, also du merkst, ob eine Konzentration da ist, du merkst, wann ist der Punkt, wo alle aufs Klo gehen, wann ist der Punkt, wo alle anfangen. Und das ist einfach sehr interessant. Übrigens auch sehr interessant, dass es sehr unterschiedlich ist. Also jetzt weiß man nur, dass es immer derselbe Film ist, aber dass es nicht immer gleich ist. Also wenn du dann eine Kinotour machst, was ich mit Matthias ja nur öfters gemacht habe, sind wir immer wieder rein, um uns das anzuschauen, um zu lernen einfach auch. Weil ganz ehrlich, bestimmte Gags, das ist immer am offensichtlichsten, fand ich natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr lustig. Ich konnte es überhaupt nicht mehr beurteilen. Und die Leute lachen sich krank. Und dann fährst du nach Rosenheim und keiner lacht. Und dann... Das ist auch regional unterschiedlich. Regional unterschiedlich. Und manchmal sind die Leute total berührt. Als wir Vincent in Russland angeschaut haben, der war in Russland eingeladen, da waren die Leute mucksmäuschenstill. Und danach kamen alle an, mit Tränen in den Augen, weil es für sie so krass war und ungewöhnlich, dass das so offen behandelt wird. Dass man offen zeigt, dass das Menschen sind. Und zwar haben wir gesagt, hey, ich habe die und die Geschichte und die und die Geschichte. Und weil das anscheinend halt überhaupt nicht diese Art von Schwäche in der das damals. Das ist dem Russischen nicht gegeben. Also grundsätzlich. Wir wollen heute nicht über die Russen reden. Nicht wegen heute. Nein, die Macht des Starken hat eine andere als in unserer westeuropäischen Kultur. Das ist na gut, hey, hättest das hier, also oder der Nazi hätte den Film auch jetzt nicht gezeigt. Nee, also das fand ich eben sehr, 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 sehr interessant. Die sind gar nicht so auf die Komödie abgegangen, was natürlich auch daran liegt, dass es sich das alles nicht so gut übersetzt. Ja? Also so schnell kannst du immer gar nicht lesen. Das ist dann schon immer was du auch hören musst in dem Moment. Also ja, du schaust es dir an und du lernst es sehr viel. Würde man dann auch was ändern wollen? Also wenn du Regie machst, dann änderst du auch noch was. Ja. Dazu ist das Test-Screening ja da. Wenn du jetzt ein Schauspieler bist. In der Phase. Wenn er fertig ist, ist er fertig. Wenn die Kopien gezogen sind, heute. Nee, dann kannst du nichts mehr machen. Wenn du nur Schauspieler bist, dann schaust du halt den Film an und natürlich guckst du erstmal auch, funktioniert die Arbeit? Funktioniert das, was ich da gemacht habe? Geht es auf? Man ist selbstkritisch. Ja, also da ist jeder anders. Also Hannelore Elsner hat zum Beispiel gesagt, sie kann sich und sie will sich nicht sehen. Die hat doch gesagt, sie hat sich ihre Filme nachher nicht angeschaut. Sie kann das einfach nicht. Also ist auch verständlich. Aber es gibt Leute, die können halt von der einen zur anderen Seite springen und du
betrachtest das als Arbeit. Und im Idealfall, und so ging es mir hier, und hier sind auch ein paar Änderungen passiert, die ich jetzt nicht cool finde, aber der Film hat eine Seele. Also es ist nicht alles in meinem Sinne, aber ich fand ihn toll, und ich habe dann irgendwann aufgehört, irgendwie Notizen zu machen, weil ich einfach gedacht habe, schau, der hat eine Seele und er funktioniert und er ist was Eigenes. Und ich habe ihn dann auch angeschaut wie ein Zuschauer damals. Und jetzt gerade ist es natürlich für mich so lange her, dass es mir einerseits sehr vertraut vorkommt und andererseits denke ich, ach ja, krass, boah, Wahnsinn, wie es gewindet hat an diesem Strand. Also ihr seht es, ich habe so gefroren auch, weil ich ja nur dieses T-Shirt anhatte ewig. Also da kommen, also diese Sachen kommen halt bei uns auch immer wieder hoch, wie es dann auch wirklich war in dem Moment. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal da weiter nach oben, da ist er ganz oben. Die Dame in grün ganz links. Und da oben ist noch eine Dame, ist das eine Herr, eine Dame ist das auch, ich kann das schlecht sehen, weil das Licht hier uns mal reinscheint. Es gibt auch Herren hier, sind wenige, eine habe ich hier vorne, aber ich habe mal, bevor Sie fragen, eine Zwischenfrage. Wer hatte den Film vorher schon im Kino gesehen? Doch ein paar, okay, und die anderen logischerweise nicht, alles klar. Okay, für euch danke. Ist er frisch. Danke. Hat euch denn gefallen, ihr Frischlinge? Bitte. Und ist halt auch eine Frage, ich habe jetzt so lange nicht gesehen, manche Filme altern ja nicht gut. Merkt man das Alter? Ist ja nur wirklich doch schon 15 Jahre alt? Ja. Okay, das ist alles auch keine Antwort. Ja, es ging jetzt weniger um die technischen Fragen, sondern ob er inhaltlich, ob er in der Art und Weise auch gealtert ist. Also ob er so wahrgenommen wird. Also dass die Handys anders aussehen, ist ja logisch. Das ist 15 Jahre her. Ja, aber es gibt bestimmte Filme, die... Also, ja, die nicht, denen es ist, wo es egal ist. Das war die Frage, ne? Wo es hinzielt. Er ist zeitlos, sehr gut. So, jetzt aber endlich Sie. Ich habe auch zwei Fragen. Und zwar die erste ist, haben Sie schon mal einen Wunschschauspieler gehabt und haben dann die Rolle komplett auf den quasi zugeschnitten? Das war, wenn ich selber geschrieben habe, meistens ich. Rein egoistisch. Und dann für Matthias muss ich natürlich auch überlegen, was ich, wenn ich weiß, dass Matthias mitspielt, muss ich mir schon auch überlegen, was passt denn für Matthias. Ja, also ja, aber da war es witzigerweise so, dass wir bei 100 Dinge dann ja wirklich fünfmal hin und her, wir saßen auf dem Balkon und haben fünfmal überlegt, wer jetzt welche Rolle spielt und haben fünfmal wirklich das Drehbuch durchgelesen, so und so. Und bei beiden haben wir gesagt, oder und haben uns aber für entschieden. Aber jetzt für jemand anderen, ich habe schon viele Drehbücher geschrieben, aber ich schreibe halt selten, es lohnt sich für mich nicht, ich bin ja auch Schauspieler erstmal primär, also ich schreibe jetzt selten Drehbücher einfach für jemand anderen und gebe sie dann weg und sehe sie nie wieder. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch wieder gedacht, man möchte halt auch wieder mal sich was schreiben, was halt so eine offensichtliche körperliche Herausforderung ist, weil alle Rollen haben eine Herausforderung, aber sowas ist halt was sehr für den gemeinen Zuschauer offensichtlich ist. Aber du kannst ja natürlich nicht dauernd sowas schreiben, das wird ja dann auch irgendwann vorhersehbar. Aber ich komme immer eher vom Thema. Und dann dem muss ich halt die Figur beugen und dann spiele ich das halt. Ich habe jetzt nicht mehr so krass die Not zu sagen, die Rolle, wo jeder sagt, oh, das ist ein toller Schauspieler. Sondern mich interessiert dann eher das Thema. Aber vielleicht sollte ich es mal wieder machen. Die zweite Frage bitte. Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsfilm? Ja, das ist die Frage, wo ich immer blanke, weil es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Filme, die ich aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen mag. Also ich mag Horrorfilme tatsächlich sehr gerne, bestimmte. Es gibt Filme, die ich so perfekt geschrieben finde, dass ich sie drehbuchmäßig ganz, ganz toll finde. Das finde ich zum Beispiel die ganzen Pixar-Filme, Toy Story. Ist einfach ein Meisterwerk an, wenn du es maximal ausreizen kannst an Emotionen, an Fallhöhe und so weiter. Schweigen der Lämmer ist immer noch einer meiner großen, großen Favoriten, der Pate 1 und 2. Sorry, so Klassiker, du brauchst was Ungewöhnlicheres, ne? Mögt ihr Horrorfilme? Okay, dann sage ich keine, Entschuldigung. Es gab im vorvorletzten Jahr gab es einen Film, der hieß Hereditary, den kann ich euch nur empfehlen, der ist richtig, richtig gut. Hereditary. Dankeschön. So, jetzt war da oben die junge Dame, genau. Ach so, Fleabag, die Serie Fleabag. Falls ihr die noch nie gesehen habt, also man weiß gar nicht,
zweite Staffel, ja, noch besser als die erste, ja. Mit dem Hot Priest. Richtig. Und nicht nur dem Asshole Guy. Bitte. Und zwar, wie kommen denn die Ideen zu den Drehbüchern? Kommen die über Nacht? Wie kommen denn die Ideen zu den Drehbüchern? Kommen die über Nacht im Schlaf? Oder setzen sie sich da einfach hin und überlegen stundenlang, was könnte ich jetzt als nächstes schreiben? Ja, das ist, also wenn du das machst, dann weißt du, du hast einen schlechten Tag. Weil das ist, also da, und solche Tage gibt es. Das ist der absolute Horror. Tatsächlich habe ich so, früher war es ein Ordner und jetzt ist es halt so unterschiedliche digitale Ordner. Wenn mir irgendwas in der Zeitung meistens oder so auffällt oder ich, dann schmeiße ich das einfach da rein. Manchmal ist es einfach nur eine Figur, manchmal ist es eine Story, die mich berührt. Bei Oscars Kleid war es ein Foto. was lustig war, weil ich, hat irgendjemand Oscars Kleid gesehen? Ja. Ich spoilere jetzt mal. Ja. Es endet damit, dass ein Vater mit einem Rock und ein Kind mit einem Rock durch eine Fußgängerzone gehen. Und das war das Foto. Und ich habe das Foto gesehen in der Emma. Und wie ich zu Emma gekommen bin, erzähle ich gleich. Und habe gedacht, ich möchte gar nicht lesen, was wirklich da passiert ist. Ich finde, das sieht aus wie das Ende von einem Film und ich möchte mir ausdenken, wie es dazu gekommen ist. Also es kann ganz unterschiedlich zu so Filmen kommen. Zu Emma. Ich war in einer Talkshow mit Alice Schwarzer, die so viel geredet hatte, dass ich einfach nur noch 5 Minuten Redezeit hatte am Ende. Die übrigens auch, was hat sie gesagt? Da haben die Schöneberger oder so hat dann gesagt, ah ja, und er ist Schauspieler und er ist Regisseur. Und dann sie so, ich habe gedacht, er sieht nur gut aus. Und alle so, wow, so viel das ist Scham. So sexistisch. Und sie so, und dann musste sie so lachen, weil es natürlich mega sexistisch von ihr war. Wenn das irgendjemand über eine Frau sagen will. Und dann hatten wir tatsächlich da einen sehr netten Abend bei sehr, sehr günstigen Wein. Öffentlich-rechtlich. Und dann ist sie eine sehr gute Promoterin, muss man auch sagen. Also sie ist wirklich eine super witzige Entertainerin und eine gute Selbstpromoterin. Und dann habe ich richtig so eine Box bekommen mit der Emma, also ein schwarzer Care-Paket. Und da war dann auch ihre Autobiografie, die sicher sehr spannend ist und sehr dick. Und ich habe dann mit der Emma angefangen. Hast du inzwischen bei der Autobiografie? Oder? Nein, ich hatte eine Tür, die immer zufiel und da okay. Das Buch... Hat gute Dienste geleistet. Wenn hier jemand ist, der alles Schwarze persönlich gut kennt, bitte nicht sagen. Das ist bald. Nein, aber sie hat ja wirklich ein spannendes Leben. Und was jetzt wirklich interessant ist, ist, dass Alice Schwarzer jetzt dann in der Zwischenzeit, das war vor 7 Jahren vor Oscars Kleid, wirklich jetzt ja eine sehr, 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 sehr umstrittene Position zu trans hat. Und ist die, aber trotzdem die Hebamme von diesem Film, was ich sehr, ein bisschen eine Pointe fand. Wir werden jetzt nicht ausführen, was ihre Position ist. Nein. So, weiter bitte. Wir sind jetzt in... Ich möchte, dass du dir eine gute Frage ausdenkst. Wir können jetzt mal in den oberen Teil gehen. Wer ist da? Ich habe ein Gefühl, da kommt jetzt was. Die Frage ist nur, was und von wem? Wo? Da. Gut, ein junger Mann. Oh mein Gott. Hallo. Im Film war das Rauchen ein sehr prominentes Stilmittel. Echt? Ja, siehst du das? Jetzt habe ich... Ja? Hatte das einen bestimmten Grund? Wollten Sie was Bestimmtes damit aussagen? Oder war das einfach nur... Er ist ein passionierter Nichtraucher. Ja, wirklich. Also ich bin halt der... also ein Nichtraucher. Ja. Wir hatten so viel geraucht, die Psychologin, ne? Die Dr. Rose. Meine Vater warum hat dann nachher wieder angefangen, nachdem er dann... Naja, alles ist immer ein Bild und erzählt was über die Figur. Und was es über diese Figur erzählt, ist ja offensichtlich, wie ihr alles entrinnt und wie sie Stück für Stück zerfällt. Das war der Strang, den ich im Buch ein bisschen schöner fand, als im Film. Ich fand, dass in dem Film der Strang von den drei Jungen wahnsinnig stark ist und die anderen beiden so ein bisschen manchmal so ein bisschen zu kurz kommen. Weil die auch eine ganz schöne Reise haben. Da haben wir uns auch mal überlegt, ob sie was haben sollen oder nicht. Was denn? Da gab es mal eine Szene, wo der Vater dann
in der Nacht sich ausschließt, selber aus dem Hotelzimmer und in der Unterhose dann bei ihr klopfen muss, um durch sein Zimmer wieder reinzukommen. Und das, was einfach eine sehr schöne Situation war. Man wollte einfach diesen Politikervater einfach in Richtung Null bringen unten. Warum hat sie so viel geraucht? Ja, ich glaube als ein Bild, dass hier alles, dass sie eigentlich aufgibt. Sie ist eigentlich die beschissenste Therapeutin auf der Welt. Was sie ja am Ende auch zugibt, aber vielleicht auch die beste Therapeutin auf der Welt. Ja, aber es ist jetzt nicht, also ich habe nichts bekommen von der Tabakindustrie. Ich hätte auch nichts genutzt, außer einen Barscheck für andere Verwendung oder so. Nein, die hatten damals auch schon kein Geld mehr. Nee, denen geht's auch so schlecht, das stimmt. Jetzt würde sie vapen. Ja. Oder auch nicht. Ja, jetzt ist es wirklich ungewöhnlich, ne? Weil jetzt wird weniger geraucht in den Filmen. Vielleicht ist das eine Zeitsache. Damals war das überhaupt nichts Ungewöhnliches. Früher rauchte Helmut Schmidt noch in jeder Talkshow. Der letzte Aufrechter auch bei Sandra Maischberger, der sogar auch, Helmut Schmidt durfte sogar auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses rauchen, wo man wirklich nicht rauchen darf. Helmut Schmidt raucht jetzt noch im Saal. Er raucht jetzt. Aber er ist 97 Jahre damit geworden. Aber egal, ich will hier nicht für das Rauchen sprechen. So, weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen wieder mal diese. Ja, der nächste junge Mann. Wir kriegen hier noch einen halbwegs vernünftigen Herrenschnitt hin. In der Gesprächskultur. Die nächsten Herren bereiten Sie schon mal vor. Bitte. Wollten Sie schon eigentlich immer Schauspieler werden? Oder wann haben Sie den Entschluss gefasst? War es so nach dem Abi so, boah, ich will Schauspieler werden? Oder? Also, wie kommt das so? Ja und nein, also meine erweiterte Familie, da sind sehr viele Schauspieler. Meine Eltern hingegen waren keine Schauspieler, waren da immer ein bisschen misstrauisch und waren immer so, oh, die Schauspieler. Und haben in mir implantiert, dass ich keinen Geschäftssinn habe und dass das ein sehr instabiler Beruf ist. Und aber sie haben mich immer unterstützt. Also die haben mich da, ich durfte da auf die Schauspielschule gehen und die haben mir da wahnsinnig geholfen, aber sie haben sich immer sehr viel Sorgen gemacht und meine Mutter macht sich witzigerweise heute auch noch Sorgen. Liegt in der Natur der Sache der Mütter. Ja, und man sagt, boah, also jetzt, und das geht total krass übrigens, liebe Mütter, das geht sehr, 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 sehr auf die Kinder über. Also man kann dann auch wirklich eigentlich okay gearbeitet haben in seinem Leben und ich kann mich jetzt bei Gott nicht beklagen und immer noch das Gefühl haben, es kann jederzeit vorbei sein, ich sitze auf der Straße. Ich habe mich aber für mehr Sachen interessiert, auch für Musik, deswegen habe ich da eben Musik auch mitstudiert in Boston, weil ich mir da nicht so klar war. Und ich war auch nicht unbedingt auf der Schauspielschule, ich war okay, aber ich weiß nicht, dass du sagst, ja, einer von diesen Leuten, die halt auf die Bühne gehen und, also wie Matthias. Matthias ist einfach so ein krasser Performer, immer schon. Und ja, da sitzt übrigens eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, die immer besser war als ich. Wir haben tatsächlich zusammen Filme gemacht. Da waren wir so 11, 12. Und die hat, das weiß ich auch, ein komödiantisches Talent. Die konnte also, wenn die sich ein Kissen unter so einen Lodenmantel geklemmt hat und einen Hut aufgesetzt hat und einen Stock, dann war das glaubhaft. Dann ist sie die Straße runtergelaufen und wenn du die Augen zusammengekniffen hast, hast du gedacht, das ist eine alte Frau, weil sie den Stock wirklich benutzt hat. Also alles, was du auf der Schauspielschule mühsam lernst. Bei mir war das nicht so. also die konnte jeden Dialekt nachmachen, so kann ich auch nicht, ich muss mir das alles mühsam erarbeiten, also insofern war das gar nicht so krass unbedingt logisch und selbst als ich aus der Schauspielschule rauskam, bin ich nicht rausgegangen, habe gedacht, jetzt bin ich Schauspieler. Ich habe dann erst hier in München, da war ich wirklich 4 Jahre auf der Schauspielschule gewesen davor, habe ich eine Schauspielerin getroffen von der Falkenberg-Schule, die war wurde schon rausgemobbt aus der Falkenberg-Schule, war dann nicht mehr dort. Und mit der habe ich dann, eigentlich wollte ich nur Monologe einüben auf Deutsch, um halt mich hier auf den Bühnen zu bewerben, weil ich wollte ja gar nicht unbedingt Film machen. Und dann hat sie mich eingesogen und mich 3 Jahre später wieder ausgespuckt. Und dann stand ich nochmal 3 Jahre auf dem Speicher vom Hotel von meinen Eltern und musste alleine nochmal meine eigentliche Schauspielausbildung begehen. Und danach war ich tatsächlich Schauspieler. Und echt ganz gut. Da fällt mir eine Zwischenfrage ein. Ist die Schauspielausbildung in Amerika wirklich, also wir haben eine europäische, aber die Amerikaner nutzen ja Stanislavski auch. Also was ist da anders? Warum dann hier nochmal in dieser Intensität? Naja, eine Schauspielschule ist immer ein Gruppenunterricht. Das heißt, wenn du einigermaßen talentiert bist, kannst du dich durchmogeln.
Und in Boston, den einzigen Vorwurf, den ich an die Schule habe, dass ich immer was zu tun hatte. Ich bin in der Früh aufgestanden und du hattest bis 10 Uhr abends was zu tun, weil du abends noch Aufführungen hattest. Und ein Teil von der Schauspielausbildung ist, dass du dich irgendwann, das hier ist dein Instrument. Und deine eigenen Spinnereien und so musst du überwinden, weil jeder kommt auf eine Schauspielschule und möchte eigentlich erstmal, jeder, der Schauspieler sein möchte, möchte eigentlich jemand anders sein. Möchte cooler sein als er selber oder besser aussehen oder toller sein. Und das Erste, was gute Schauspiellehrer machen, ist, all dir das erstmal wegnehmen, diese Vorstellung, jemand anders sein zu wollen oder zu können. Also manche, ja. Sondern erstmal zu sehen, was ist denn deine Stärke wirklich und dich dorthin zu bringen und zu sagen, okay. Und dann triffst du dich. Ab dem Moment, wo du wirklich bei dir selber sein kannst, fängst du an, dich mit Figuren zu treffen. Und das ist das, was, glaube ich, auch dann Stanislavski-artig, das wird jetzt sehr theoretisch für euch, aber was es ist, also wenn du immer was von dir selber, von Spiegelneuronen, dann von deinen eigenen Emotionen, von deiner Denke in so eine Figur mit reinbringst, aber sprichst wie diese Figur in der Situation bist, dann wirst du auch immer in die Seele gucken und es wird da sein, es wird eine Wahrhaftigkeit sein. Das ist so ein bisschen der Punkt und das hat sie mir beigebracht. Und in der Schauspielschule kannst du da so. Ich habe einen echt guten Abschluss gemacht, aber ich habe mich danach halt nicht unbedingt Schauspieler genannt. Liegt aber auch an mir. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nach Deutschland gekommen bin und alle gesagt haben, wow, das ist der Wahnsinn. Ich habe gut gearbeitet immer und so, aber es weiß. Aber da schließt sich ja Slow Burner eher. Da schließt sich ja eine Frage an, die vielleicht den einen oder anderen ja auch interessiert. Warum denn dann irgendwann, ich könnte sie mir beantworten, aber ich werde es nicht tun, warum denn dann irgendwann auch noch Autor werden? Weil du gerade gesagt hast, du hast genug gearbeitet, also es ist nicht so, dass du nichts zu tun hattest. Was war da die Motivation? Ja, die primäre Motivation war, dass ich nicht das spielen konnte, was ich gerne spielen wolltest. Okay. Als Schauspieler bist du in der Arschlochposition. Also erst bist du der Typ auf der Party, wo du immer so tust, gut, also du musst irgendwie aussehen, als ob, also das ist ja das Problem, wenn du aussiehst und mit niemandem redest, dann siehst du hungrig aus und keiner will mit dir reden. Also versuchen alle irgendwie so zu tun, als ob sie was zu tun haben am Anfang und du stehst da rum und du kennst aber niemanden. Mittlerweile ist es so, dass du halt alle kennst und du mit niemandem mehr reden kannst, weil du alle kennst. Also es ist eine ganz vertrackte Sache und dann kannst du da 5-6 Jahre gut arbeiten. Aber es gibt nicht diesen Durchbruch, weißt du? Oder dass du auf Castings gehen darfst und was anderes machen darfst, oder als du halt bis jetzt gemacht hast. Deswegen auch übrigens immer diese Schubladengeschichte, dass keiner sich gerne in Schubladen stecken lässt. Also als Schauspieler bist du tot in der Schublade. Ja? Also wenn du zu lange dieselbe Rolle spielst, wenn ich Marc Mayer den Rest meines Lebens spiele, bin ich Marc Mayer, das war's, vorbei. Mutter Beimer. Sorry, Frau Marian. Ja, Gabi Dohm, was auch immer, du kommst nicht mehr raus, das war's. Klaus-Jürgen Wusso wurde für die Älteren unter uns hier im Saal, wurde vom Volk nur noch als Professor Brinkmann angesprochen. Und nicht, das war ein Wiener Burgschauspieler, ja, also das war, weiß Gott, ein richtig guter Schauspieler. Das ist auch völlig okay, aber deswegen hat man manchmal das Gefühl, dass ein Schauspieler vielleicht, manchmal möchte man gar nicht als, wir tun immer so, als ob wir so viel von den Schauspielern wissen wollen, aber manchmal ist es vielleicht besser, nicht alles zu wissen, weil sonst sehe ich bei Brad Pitt jetzt immer, wie er irgendwie sich mit Angelina Jolie im Flugzeug betrunken streitet. Und ich denke, ich will doch eigentlich jetzt die Rolle anschauen. Das ist aber nicht nur dadurch gekommen, das begann mit der DVD und dem Enthüllen von eigentlich klassischen Filmgeheimnissen, indem man im Behind-the-Scenes-Material uns erzählt hat, dass es, also wir wussten das, aber nicht jeder wusste es, wie Greenscreen funktioniert, wie all diese technischen Möglichkeiten. Nein, es ist eine, ja letztendlich schon, weil die Gier des Menschen hinter die Kulisse zu gucken ist bekanntermaßen relativ groß. Aber euch sitzen, stellt noch Fragen, wenn ihr wollt, weil ich glaube, ihr habt alle echt platte Hintern von, ist ja doch auch ein Film davor gelaufen. Ist ja noch eine Frage da, also wir haben, können wir das, da hier, guck, die junge, da hier die junge Dame in der, wo war sie denn nun? Da, genau, da, gibt's da mal durch. So, und dann noch zwei Fragen und dann läuten wir sozusagen in die Einlaufkurve, wie das beim Leichtathletik heißt. Wir läuten sie ein, die Einlaufkurve. So, bitteschön. Wie ist es, wenn man sich als Schauspieler ja sehr in die Rolle einfühlt und, also so stelle ich es mir zumindest vor, sich damit identifiziert und in die
in das Leben von jemand anderem eintaucht, kann man das am Ende des Drehtages wieder relativ leicht abstreifen oder beschäftigt einen das noch nachhaltiger? Also wenn man, solange man noch die Rolle spielt, meine ich, also während dieser Zeit. Ja, also ich will jetzt natürlich sagen, das ist Schmarrn, das legt man total ab. Du legst es am Abend natürlich, aber du bist ja immer noch du selber. Aber tatsächlich ist es auch ein bisschen so, dass du bestimmte Angewohnheiten und bestimmte Sachen mitnimmst. Ja. Also wenn du, treibt einen da noch was rum, wenn es jetzt eine sehr ernste Rolle ist, dass einem das noch nahe geht? Ja, oder gewissen Manierismen oder sowas, was du vorher nicht hattest. Also Marc Meyer ist ein gutes Beispiel. Als es den noch nicht gab, war das nicht so klar. Als Borat diese erste Folge, es gab nur so eine Pilotfolge, die gedreht wurde, sogar in einem anderen Krankenhaus. Da war das irgendwie noch nicht so klar, wie kann man den spannend machen. Weil ich habe den gelesen und man hat gesagt, ja, also da war er ganz klar der Antagonist. Da war der andere Arzt quasi der Love Interest und ich war halt quasi der Böse. Und ich habe aber gedacht, das ist so fad. Und habe dann einfach einen ganz einfachen Trick angewandt. Und jetzt ist es irgendwie so offensichtlich, weil jetzt kann man das, also ist, ich habe einfach jede Diss-Szene und jede Streitszene als eine Liebesszene mir überlegt. Und andersrum. Und dadurch wurde es einfach spannend. Dann hast du Spaß selber beim Spielen, weil es plötzlich völlig seltsam oder absurd wird und plötzlich ist eine Chemie da. Und aber diese Art zu dissen, diese Art Witze zu machen, wenn du das lange genug gemacht hast, und ich habe das bei Dr. Starry einfach relativ lange gemacht, bleibt dir das natürlich ein bisschen. Also, mit Diana Ampft. Ja, also Diana und ich wirklich, wenn und auch Kai übrigens, also wenn du dann irgendwie privat abhängst, dann bist du immer noch in diesem Modus, genauso wie wenn du gerade schreibst und eine Pointe nach der anderen schreibst, dann suchst du immer nach einem Witz oder immer einen schneidigen, zynischen Kommentar oder Hauptsache einen Witz. Und da muss man echt manchmal so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und das kann ich tatsächlich von allen Figuren so ein bisschen bleiben, aber ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch schön. Naja, die Ticks sind Ihnen zum Glück nicht geblieben von Vincent. Nee, also ich, sie sind nicht vergessen, also sie sind jederzeit abrufbar. So, eine noch. Die junge Dame. Jetzt kommen sie alle. Ja, vielleicht. Wenn das alles ist, vielleicht vorbei. Ich nicht noch durch, dass wir noch eine nehmen, aber die junge Dame jetzt erstmal. Also, wenn sozusagen die Hauptfiguren beim Dreh krank sind, wird dann der ganze Dreh gestoppt, oder? Naja, also war jetzt bei Corona ja sowieso spannend, also weil das tatsächlich, ja, also was willst du machen? Also du versuchst erstmal das zu drehen, was halt ohne die Figur geht und es wird umgestellt und dann wird, beim geilsten Tag habe ich Influenza bekommen. Da hat so ganz viele Leute im Team haben Influenza A bekommen, was, wer es schon mal hatte, das ist was nochmal eine andere Sache als Grippe. Und jetzt ist es nicht so schlimm, wenn die Ausstattung das nicht hat, aber dann bist du als Regisseur und dann stehst das ganze Team, klar. Ja, das ist für alle nicht so cool. Deswegen wird ja auch immer so krass aufgepasst. Bei Corona haben sich die Drehzeiten um ein Vielfaches bei allen Produktionen verlängert, weil immer irgendeiner etwas hatte und dann stand die ganze Zeit. Na, als wir Oscars Clark gedreht haben, war so die erste Produktion, als Corona losging, dann haben wir T-Shirts Farben bekommen und die durften nicht miteinander in Kontakt kommen. Also, dass du bestimmte Teamabteilungen hattest, wenn irgendwo infiziert ist, dass du diesen Kreis quasi rausholen konntest. Und der schwierigste Kreis war, der nicht krank werden durfte, waren natürlich Schauspieler und Regie, die Leute, die halt nicht in dem Moment ersetzbar waren. Also, es kostet halt auch alles wahnsinnig viel Geld immer gleich. Viel mehr als geplant. So, noch eine einzige. Wer will? So, bitte, erste Reihe. Ich habe eine Frage im Auftrag bekommen und zwar von dem Film gab es ja ein US-Remake. Ob du den gesehen hast, wie du den fandest. Und mich würde interessieren, ob der erfolgreicher war wie das US-Remake von Til Schweiger. Das ist nicht so schwierig. Ich will echt aufhören, den Til zu dissen. Ja, gibt es tatsächlich. Also sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar mit richtig guten Schauspielern. Die Rolle von Johannes spielt Dev Patel, der bei Slumdog Millionär und so weiter. Und die Rolle von Caro Herfurth spielt die Tochter von Lenny Kravitz, also Zoe Kravitz. Und meine Rolle ist Robert Sheehan, heißt er, glaube ich. Der ist Umbrella Factory.
Ja, ehrlich gesagt, die Schauspieler sind alle toll. Die Regisseurin, glaube ich, ist eine Null. Ich habe, also die haben mich gefragt, ob ich das Drehbuch mit anschauen will und so. Und ich, die haben Sachen umgebaut und ich fand es sogar richtig gut, was sie umgebaut haben. Aber ich fand den Film richtig lame. Dass ich es nicht gemacht habe. Liegt es vielleicht auch daran, dass bestimmte Formate in bestimmten Ländern einfach anders oder nicht funktionieren? Dass Remakes nicht so zünden? Oder kann man das nicht so pauschal beantworten? Also Till hat ja seinen Film, glaube ich, selber in den USA gemacht. Und ich glaube, ja, aber das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Weißt du, die sind einfach mit anderen Wassern gewaschen. Die kennen das, was wir hier so unsere, die haben so, also damals hatten sie noch eine große Sparte von Indie-Filmen. Da kamen so tolle eigene, das ist einfach so groß. Die machen so viele Filme. Das ist ganz einfach, die können einfach so viel. Also für jeden Schauspieler hinter dir stehen 10 Schauspieler, die sind genauso gut wie du, sehen 1000-mal besser aus, können singen und dabei Eislaufen. Es ist einfach ein anderer Schnack. Ich glaube, dass der Film super hätte funktionieren können. Ich glaube einfach, dass die Regisseurin nicht stark war. Aber man kann es auch nicht pauschal sagen. Heute. Man kann es auch nicht pauschal sagen. Es gibt eine Unmenge an amerikanischen Remakes sehr wunderbarer französischer Originale. Teilweise sogar mit denselben Schauspielern. Gérard Depardieu hat sich in Frankreich und in den USA Remake gespielt. Die waren sehr erfolgreich. Also es gibt diese Pauschalisierung nicht. Es wurde aber auch 100 Dinge wurde in Korea geremaked. Also es gibt einige Remakes. Das finde ich immer sehr lustig, wo sie geremaked werden. China? 100 Dinge in China. Sehr interessant. Ein Film über Konsum in China? Naja. Gut, ihr Lieben, dann bedanken wir uns sehr herzlich. Wir haben eine Bitte. Da das ja unsere letzte Veranstaltung ist, wollen wir jetzt etwas völlig Verrücktes machen. Wir bitten euch alle aufzustellen, eure Handys anzumachen, das Licht der Handys anzumachen. Unser Hausfotograf, wir stellen uns mit dem Rücken zu euch. Wir machen so dieses, aber nicht als Selfie, sondern mit euch gemeinsam. Also haltet euer Handy bitte nicht vors Gesicht, sondern neben euch. Und dann sehen wir einen vollen Saal und das sieht gut aus. Da ist er, Dorian. Wir müssen jetzt bei... Schnell.